Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster, vielleicht, möglicherweise, eventuell, bester Teil oder auch nicht. Wir werden es herausfinden, du wirst es herausfinden. Eines habe ich nicht herausgefunden, dass ich mich hier draußen in absolut größter Gefahr befinde. Es war mir wirklich nicht bewusst, hätte ich es hier nicht. Und wenn es in der Zeitung steht, ja, wenn es in der Zeitung steht, dann stimmt es auch. Ja. Da hat es gesagt, letzten Endes wird uns die Hitze umbringen. Und bitte schau dich das an. Es ist sowas von unerträglich. Ja, ich weiß, das ist der Running Gag, das erzähle ich schon seit 3 Monaten jeden Tag. Aber habt ihr beobachtet, wie sich die Hitze steigert? Ich meine, das ist ja der Punkt. Es steigert sich. Es ist ein Crescendo, wie man sagt. Also unvorstellbar. Moment, warte, hier über den Blättern. Seht ihr den Rauch aufsteigen? Seht ihr das? Es raucht. Okay, gut, vielleicht ein Zigarettenraucher. Aber wurscht, ja. Aber es raucht und glost. Es kurz vorm Flächenbrand. Kurz vorm Flächenbrand. Und hier steht's. Tödliche Hitze. Die tödliche Hitze. Ja, und da gibt es halt immer wieder unverbesserliche Zweifler. Ja, also das auch. Es sind Verschwörungstheoretiker der übelsten Sorte. Es ist kaum zu glauben. Also das heißt, es wird jetzt eine Lesepflicht eingeführt, sozusagen. Jeder muss jetzt österreichischen Qualitätsjournalismus lesen. Ja. Das, sonst werden wir wieder wie Kinder behandelt. Und es muss wieder auch das Wissen aus den Zeitungen abgefragt werden. Die Leute müssen sich einem täglichen Wissensquiz unterziehen. Und da ist es dann auch von Vorteil, wenn wir dann sozusagen das digitale Geld haben, weil immer, wenn der tägliche Fragebogen korrekt beantwortet wird, wird das Konto wieder freigestellt. Wenn es halt nicht so funktionieren sollte, wie es erwünscht ist, dann gibt es halt Punkteabzüge. Das geht dann so weit, dass die Leute dann auch sozusagen für ihre Schulden dann arbeiten wegen dürfen, weil sie eben im Qualitätsjournalismus nicht sattelfest sind, weil sie eben nicht wissen, dass sie da draußen verbrennen. Es ist objektiv, schaut, ich habe da meine Schutzkleidung und ich kann hier nur 10 Minuten draußen bleiben, dann ist aus, dann muss ich wieder ins Haus, weil sonst verglüht da alles. Es ist genauso, wie wir es damals gesehen haben, in Kalifornien oder Australien unlängst, gell, oder auch, glaube ich, in der Türkei war das, da hat es überall brennt, also alles ist abbrennt, also die Häuser sind abbrennt, die Autos sind abbrennt, aber die Bammer sind krähen stehen bleiben. Also das sind Phänomene, das verstehen wir nicht, weil wir eben nicht ausreichend die Zeitungen lesen. Würden wir mehr die Zeitungen lesen, dann würden wir das auch alles wesentlich besser verstehen. Ja, also Zusammenhänge, die sind spannend. Also ich will es einmal so bezeichnen. Moment, das, ja, da. Die Einheitszeitung, ja, das ist die Zeitung zum Einheizen, die Einheitszeitung der Sozialistischen Einheitspartei heizt uns gewaltig ein. Richtig, genau so haben wir uns das vorgestellt. Anfrage im Kommentarbereich, ob ich das Energietesten zeigen könnte. Bitte jetzt hier einen Spiegel vorstellen, wenn mit der Hand, also hallo, ja, mit der Hand, die rechte Hand, ja, halte ich die Kamera. Wenn ich jetzt beide Hände zum Energietesten verwende, dann wird sich die Kamera Richtung Steinboden bewegen. Das heißt, ich werde sie da nicht loslassen. Und das Stativ habe ich nicht mitgenommen, weil ich es vergessen habe. Tut leid, ja. Also probieren wir es einhändig. Also stell dir mal vor, da ist ein Spiegel, ja. Und so testet man Energie. Also du hältst jetzt die Hände, ja, ach Gott, blöd. Also so die Hände zusammen. Du konzentrierst dich auf eine Frage. Zum Beispiel, ich habe einen Bürojob, dort das Angebot bekommen. Wie fühlt sich für mich dieser Büroarbeitsplatz an? Irgendein ein relativ neutrales Beispiel. Ja? Und setzt du dich hin, schließt die Augen, atmest ruhiger, das heißt, du kommst in einen tieferen Zustand. Es geht ja nur darum, dass das Blabla, das ständige Denken der Gedanken, dass das ruhiger und ruhiger und ruhiger wird. Du wirst immer ruhiger. Du kannst dich 2-3 Minuten sozusagen entspannen, loslassen, tiefer atmen, gehst tiefer runter, tiefer, tiefer. Und dann frage in dein Bewusstsein, welches mittlerweile schön ruhig schwingt, ja, Alpha-Rhythmus, ganz ruhig alles. Und dann fragst du dich, wie teste ich auf diesem Bürojob? Und dann hältst du die Hände zueinander und die Hände gehen mit einer Art Wärmegefühl auseinander,
Das heißt, fühlt sich gut an. Ja? Oder sie gehen zusammen, das ist dann die Gebetshaltung. Ja? Also so, patsch, da ist dann nichts mehr. Null Energie. Das würde sich nicht gut anspüren. Das heißt, in dem Fall sagt dir dein Körper, nein, der Job ist nichts für mich. Oder wenn die Hände auseinandergehen, das heißt, ein Wärmegefühl drückt die Hände leicht auseinander, fühlt sich gut an, mach es. Okay? Und so kannst du alles relativ leicht überprüfen. Kostet nichts und liegt sprichwörtlich bei der Hand. Ja? Also den Test hast du immer bei der Hand. Ja, dann gibt es diese kinesiologischen Tests, dann gibt es auch diese Fingertests, wo man Zeigefinger und Daumen zusammen pressen kann. Ich teste nur noch mental. Ich sehe sozusagen von meinem geistigen Auge entweder eine Skala, rauf oder runter, nach oben hoher Prozentsatz, nach unten niedriger Prozentsatz, oder ich sehe vor dem geistigen Auge zwei Hände, die auseinandergehen oder zusammengehen. Ich mache das nur noch mental. Ich schaue irgendwo hin. Da brauche ich zum Beispiel den braunen Holzpfosten, brauche ich den heute zum Mittagessen? Klares Nein. Also die Antwort wäre Nein. Nicht, weil er mir nicht schmeckt, sondern weil ich keinen Topf habe, wo eine passt. Ja? Also das heißt, ganz einfache Fragen, einfache Antworten. In letzter Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, in letzter Zeit bekomme ich immer mehr und mehr Informationen herein. Ich bin sensibler geworden. Ich bin, naja, was soll ich sagen, feinsinniger, ja, das ist ein gutes Wort. Nicht feindsinniger, ich bin feinsinniger geworden. Ich bin empfindlicher geworden. Ich bekomme Informationen herein. Aktuelles Beispiel, ich habe gestern bei der Mia angerufen und habe als Zusatzinformation reinbekommen, Zahnarzt. Am Nachmittag erreiche ich sie, sie war beim Zahnarzt. Wieso ich das reinbekommen habe, weiß ich nicht. Und das ist für mich auch unüblich, weil ich eher jemand bin, der sehr stark im Kopf, also oben, verhaftet ist. Und irgendwie kommt das Ganze jetzt Intuition irgendwie so in die Herzregion. Ganz spannend. Aha, ein Vögelchen. Nach Wochen hören wir wieder ein Vögelchen. Das heißt, der Garten wird wieder vielleicht neu besetzt. Ich würde mich ja freuen, weil gestern habe ich hinten wieder ein Meisenkind gehört. Da freue ich mich natürlich besonders, weil die mag ich gerne. Also das heißt, Katerl-Energietesten können wir abhaken. Dann habe ich gestern im Kommentarbereich gelesen, die Gesina Mohr bittet uns um Hilfe, ja? Energie und Hilfe für die Schwägerin. Ihr wisst, was dieses Symbol da bedeuten soll. Ja, das ist ein Todesspringer von Acapulco, ein Einbeiniger, na Scherz beiseite. Und nachdem ihre Schwester erfolgreich therapiert wurde, hat sie Zuckerprobleme, also das heißt wahrscheinlich Zuckerkrankheit und Nierenbeschwerden. Die Dame heißt Ute Mohr, wohnt in Mannheim-Feudenheim, wenn ich meine Schrift richtig dechiffriert habe. Also liebe Gesina, wir schicken deiner Schwägerin, der Ute, Energie und Licht und sehr, sehr viele Erkenntnisse, dass sie sich diese Therapie erspart. Ich glaube, das ist doch ein sehr, sehr weiser Rat. Ja, dann wurde ich auch gebeten im Kommentarbereich, ich möge doch mehr über Schamanismus verraten. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn ich mehr über Verkühlungen bei 50 Grad plus berichten hätte können. Weil ich sage, ich bin so verschnupft, die Nase ist komplett verschnüffelt, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber was soll ich machen? Ich kriege das Zeug da irgendwie nicht so ganz raus. Und ich komme natürlich gerne dieser Anfrage bezüglich Schamanismus nach. Und also WDU heißt Wirkende Unendlichkeit. Auf der Seite 260 Mitte steht da sehr, sehr, ja, was heißt sehr, sehr, die ganzen Zitate sind einzigartig. Die Menschen sind Reisende im dunklen Meer des Bewusstseins und die Erde ist nur eine Station auf ihrer Reise. Die Menschen sind in einem Wirbel gefangen, ich hätte es als Matrix bezeichnet, der ihnen das Gefühl der Bewegung gibt, während sie in Wahrheit nicht von der Stelle kommen. Ja? Sehr starke Aussage, sehr, sehr starke Aussage. Ich habe hier ein paar Kärtchen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich alle durchnehmen werde. Ihr wisst ja, bitte schaut auf die Uhr, 9.50 Uhr. Das heißt, der rote Alarm geht gleich los, weil akute Brandgefahr besteht. Ja? Akute Brandgefahr. Probieren wir es noch einmal.
Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die wichtigste Information des Schamanismus. Es gibt nichts Wichtigeres als diese Information. Auch aus dem Wirken der Unendlichkeit. Übrigens, der Film Matrix Teil 1 wurde nach diesem Buch geschrieben. Ja? Und auch der Film Avatar hat sich an diese Thematik gehalten. Das ist der Zugang zum ewigen Leben. Diese Karte ist der Zugang zum ewigen Leben. Das dunkle Meer des Bewusstseins will nur unsere Lebenserfahrungen, nicht unsere Lebenskraft. Wir können, weil wir es nicht wissen, ja, wir können ohne Wissen nicht Lebenskraft von Lebenserfahrung trennen und sterben deswegen immer wieder. Wir sterben und kommen und sterben und kommen, weil der Himmel ist ja nichts anderes als eine feinstoffliche Ausstülpung dieser dreidimensionalen Matrix. Also egal wie es läuft, wir kommen immer wieder zurück. Wir kommen immer wieder zurück. Wir kommen immer wieder zurück, bis wir verstanden haben, was hier gespielt wird. Lebenserfahrung muss von Lebenskraft getrennt werden. Und wer die Lebenserfahrung rekapituliert hat, bekommt die Lebenskraft als Geschenk. Das ist die Verheißung des ewigen Lebens. Das hätten euch die Kirchen seit Jahrhunderten mitteilen müssen. Und was haben sie getan? Sie haben sich nur schamlos bereichert. Sehr interessant. Hier ein Zitat, was jetzt von einem anderen Buch ist. Aufstand der Amazonen auf der Seite 83 oben. Ja, ich liebe Zitate und ich liebe gute Zitate. Spannend, also das ist so ein Zitat, was das Herz eines Klaus Schwab wahrscheinlich höher schlagen ließe. In dem Augenblick, wo die Frau ihre Freizügigkeit verliert und das alleinige Eigentum eines Mannes wird, hört auch das frühere Gemeineigentum an Gütern der Urgesellschaft des Urkommunismus auf. Honi, schau obe. Der Sündenfall des Privateigentums beginnt. Ja? Na, interessante Information. Wir hatten früher Kollektive und wir waren früher matriarchal strukturiert. Und ich glaube, früher war das alles viel entspannter. Aber erst als Apollo gekommen ist, erst als Apollo sozusagen uns das Patriarchat eingeknüppelt hat, ja, sind auf einmal die Zäune entstanden, sind die Betonstraßen entstanden und die Flugzeuge, die so schöne Dinge auf uns heruntersprühen. Ja, ich kann es gerne mal versuchen, aber bei der Wolkendecke glaube ich nicht, dass wir was sehen. Oh doch, oh ja, oh ja. Wer hätte das gedacht? Alle Volksgenossen, da, schaut's runter. Ja, schaut mal, was der raushaut. Wahnsinn, gell? Nix. Nix. Wie üblich, nichts. Sehr, sehr spannend. Aber das hat, glaube ich, Reinhard May schon gesungen. Über den Wolken. Ja, glaube ich, so ungefähr. Gell? Muss der Himmel wohl wolkenlos sein. Ja, gut, das ist was anderes. Aber gut, das werde ich für heute als letzte Karte nehmen, weil ich glaube, das ist dann zu viel, weil ich weiß, da sind jetzt einige auch überfordert vom Schamanismus, verstehe ich. Ich mache das seit 40 Jahren und stehe noch immer in den Startlöchern. Leichte Beute. Seite 283 oben, also Mitte, nicht oben, Entschuldigung. Beim Menschen befindet sich als einziger Spezies die leuchtende Hülle des Bewusstseins außerhalb des leuchtenden Kokons. Deshalb ist der Mensch leichte Beute für ein Bewusstsein anderer Ordnung, wie dem schwerfälligen Bewusstsein der Räuber. Voladores. The Mind Parasites. Das sind unsere Freunde, die sich hinter den liebevollen Organisationen verbergen. Ist doch herrlich, ist doch großartig, oder? Damals die Heilige Schrift war Jahrhunderte nur auf Lateinisch zu lesen, denn das war die Sprache der kleinen Leute. Siehst, die kleinen Leute haben nicht gewusst, warum sie jetzt gefoltert werden, aber sie haben halt gegen was verstoßen, was da in einer Sprache, in einem Büchel drinnen steht, was einerseits nicht haben und was andererseits eh nicht lesen hätten können, also haben sie es gar nicht braucht. Seht ihr? Das ist diese wunderschöne Mechanik dieser
des royalen Satanismus. Gut, genug geschwafelt für heute. Wir treffen einander, vielleicht oder auch nicht, 19.50 Uhr zum gemeinsamen Visualisieren. Wir bauen ein positives Energiefeld auf. Und egal, was du da hinein investierst, wichtig ist nur, du sollst dich dabei gut fühlen. Deine guten Energien kommen da hinein und dann bauen auch wir morphogenetische Felder auf. Ja, das können wir genauso machen, wie es unsere Freunde aus den Glaubensgemeinschaften über ihre Antennentürme seit Jahrtausenden so erfolgreich machen. Das sind die dunklen Ringe der Macht, die sozusagen um die Erde gespannt sind und die Seelen bong, bong, bong am Verlassen dieses wundervollen Gefängnisplaneten hindern, verhindern, verunmöglichen oder was auch immer. Gut, positive Energie, Liebe, Freude, Dankbarkeit, Glückseligkeit, von mir ist auch Licht. Und wenn du kannst, sieh einfach glückliche Szenen, also Szenen mit glücklichen Menschen, Friede, Harmonie, wo alles einfach stimmig ist. Es ist so einfach, es ist wirklich so einfach. Und wie gesagt, Diät an Informationen, wenn du sagst, das Tageshoroskop ist mir auch schon zu viel, ist in Ordnung, weil ich bin eh schon um 70% von irgendwem reduziert worden und wir wollen aus dem Ganzen rauskommen und wir wollen uns ja dann analog gemeinsam hier wiederfinden, in der Realität, aber nicht in der Virtualität. Okay? Also das ist sozusagen, würde ich sagen, unser gemeinsames Credo. In diesem Sinne, großartigen Donnerstag und bis bald, dein Astrowolf. Ende.